Ja, hey, willkommen, mein Name ist der New LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U, bla bla bla. Los, auf zur Mission. Ha. Oh mein Gott. Wir gehen erneut zur Mission Schleichendes Gift mit der Jagen einen Gegenungs. Warum ich erneut gesagt habe, ja, lustige Geschichte. Ich habe schon mal diesen Typ mir versucht aufzunehmen und ja, ist nicht so gut gelaufen. Der Typ hat all meine Gegengifte und Tränke sozusagen ausgenuckelt. Und ich hatte von alles 10 dabei, also ich hatte 30 Klamotten. Und ja, ich nehme auch Chacha mit, weil ich möchte den Typen jetzt sowas von erledigen. Der Kampf ging ungefähr so 45 Minuten, obwohl nee, so ungefähr 40, weil 5 Minuten war ich ja wieder am Vorbereiten und so. Und ja, war der schlimmste Kampf bisher. Da ich nach 45 Minuten dann auch noch verreckt bin, wollte ich euch das nicht antun und irgendwie einen 45 Minuten Part rendern und oder vielleicht hier in zwei Parts aufsplittern, was auch nervig gewesen wäre, fand ich. Aber ich wollte jetzt nicht zwei Parts damit verschwenden, gegen den Typen zu kämpfen. Und ja, ich habe mir dieses Mal als Vorsichtsmaßnahme die Vorgi-Klamotten hier zusammengestellt, die mir eine Immunität gegen Gift geben. Ich habe trotzdem noch mal 10 Gegengifte mitgenommen. Ich habe das schon beim Vrogi ausprobiert, ob ich gegen Gift immun bin. Weil ich 3-4 Mal wurde ich angehaucht, ich bin nicht vergiftet. Und ja, ist ein gutes Zeichen. Weiß nicht, ob man dann immer immun ist. Da steht dann auf jeden Fall Gift nichtig. Also nehme ich mal an, dass ich immun gegen Gift bin die ganze Zeit. Und ja, wir kloppen uns jetzt dann noch mal mit den Genox. Welcher, falls ihr es noch nicht erraten habt, sehr auf Gift spezialisiert ist. Oh Mann. Und wehe, ich hau den jetzt nicht irgendwie so in 20 Minuten kaputt, weil das war so eine Katastrophe. Ich habe sogar mit dem alten Mann am Lager geredet, der hat mir irgendwie noch so eine Erste-Hilfe-Klamotte gegeben. Und am Ende war einfach nur ein Trauerspiel. Ich habe mich ins Lager zurückgeballert und mich hochgehalten. Der hat sich natürlich auch hochgehalten währenddessen. Und der war anscheinend gar nicht mehr geschwächt am Ende. Der war einfach nur schlimm. Deswegen versuchen wir ihn jetzt nochmal. Ich bin da mit einer Morph-Axt übrigens reingegangen, um die mal zu zeigen, aber so wie ich herausgefunden habe, ist die nicht so gut. Deswegen, ja, habe ich die mal zu Hause gelassen und einen Attentäter-Dolch mitgenommen, weil ich brauche eine schnellere Waffe, habe ich so das Gefühl, gegen den. Ich habe sogar schon zur Not irgendwie, bevor ich die Rüstung jetzt zusammen hatte, darüber nachgedacht, irgendwie eine Fernkampfwaffe zu nehmen, aber die sind ja echt irgendwie, ne, geht doch mal gar nicht. Ich habe da mal mit einem Bauch gekämpft, hier mit einer Riesenarmbrust und ja, war irgendwie sehr komisch. Wo ist der? Ich soll eigentlich so ein Intro kommen, weil ich habe nicht gespeichert nach dem Kampf, nach dem verlorenen Kampf. Es müsste ja wieder die Cutscene kommen. Hier hat er sich zum Beispiel nicht bewegt. Blöde ist mein Kältetank, der lässt dann irgendwann nach. Das heißt, ja, wenn der Kampf wieder so ein bisschen dauert, habe ich wieder keine Chance. Okay, wo ist das Viech? Da ist er. Na toll, jetzt kam die Katze nicht, oder was? Ich habe doch gar nicht gespeichert danach. Ja, kann ich auch nochmal abspielen, glaube ich. So, kein Gift. Gut. Und ja, ich wurde durch jeden einzelnen Giftangriff immer vergiftet. Also man wird immer vergiftet, wenn man vom Gift getroffen wird. Das ist ein bisschen doof. Vor allem, wenn er sich dann da in der Decke hängt. Also wenn der sich da in der Decke hängt, wird ich hier vom Gift die ganze Zeit angegriffen sozusagen. Und bekommt Schaden. Was auch nicht so toll ist. Das heißt, bekommt so oder so Schaden. Auch wenn der mich gar nicht angreift. Deswegen hau ich den jetzt einfach ganz kaputt. So, das ist gut. Ich bekomme keinen Schaden durch Gift. Ich bekomme schon Schaden durch die Wolke, aber das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Und dann nehmen wir uns auch langsam mal den Punkt, an dem das Spiel für mich wieder blind wird. Weil ich glaube, Stufe 5 habe ich noch nicht gemacht.
der 3DS-Version. Also missionenmäßig. Den Giginox habe ich auch nicht besiegt bekommen. Den 3DS-Version. Den Ratian schon und den Lagiakus auch schon. Soweit war ich auch schon. Aber weiter auch noch nicht. Ja, ich habe übrigens keine Ahnung, was ich hier kaputt machen muss, kann, soll. Deswegen greife ich ihn einfach so an. Denkt man hinten seinen Schwanz, aber ich glaube, der hält voll viel aus. Gegen das Vieh zu kämpfen war so nervig. Zum Glück habe ich jetzt eine Antigiftrüstung. Und die Dinger, die spawnen ja. Ja, die Katze, in der Katze hat man nur gesehen, wie der so ein Ding, glaube ich, ausgebrütet hat und so kleine Viecher daraus kamen. Ich glaube, da war so die ganze Katze. Werde ich wahrscheinlich am Ende des Parts zeigen. So, jetzt hängt er da eine Decke und tut seine Dinger auf einen zu snipern. Und stell dir mal vor, du bist jetzt hier vergiftet, dann musst du einfach warten, bis er da runterkommt, während du die ganze Zeit Giftschaden bekommst. Toll, oder? Ja, doch manchmal irgendwie seine Farbe. Was das bedeutet, weiß ich übrigens nicht. Oh, wehe. Ich habe mal als Vorsichtsmaßnahme ihr Schatzschaber mitgenommen. Ja, ich will ich dich noch mal gegen den verlieren. Ja, mit der Abfallbombe habe ich auch mal versucht irgendwie. Also mal nächstes Mal, wenn der irgendwie am der Decke irgendwo walkt. Greif mal die Hände hier an. Vielleicht bringt das ja was. Mit der Morph-Axt ich gar nicht. Aber so, so nervig. Da ist er zum Beispiel schwarz. Ich hau einfach auf den drauf, weil ich keinen Plan habe, was ich bei denen kaputt machen kann. Auf den seinen Schwanz hält voll viel aus, deswegen. Erstmal halt. Ach man. Ey, echt. Würde ich einmal erteilen und. Das klappt natürlich nicht. Er ist bisher der schwerste Gegner, finde ich. Ja. Ich wollte nicht mehr vergiftet werden. Das war so die Hölle. Ich glaube, ich habe den auch nur geschafft, hier zu erschöpfen. Ich habe auf jeden Fall besser geschlagen als auf der 3DS-Version. Ich ihn gar nicht besiegt gekriegt habe. Ah. So. Jetzt läuft es dann auch gut. Geh weg. War jetzt gut? Da bitte jetzt nicht in den Gift hier reinschubsen. So, komm mal runter. Ach man. Benutzt mal einmal. Oh, Chacha ist natürlich die ganze Zeit vergiftet. Er hat übrigens auch nicht mitgenommen. Letztes Mal. Super. Okay, der geht jetzt schon wieder zurück, okay. Gewusst hätte ich mich voll schillig hier geheilt und geschliffen und was weiß ich. Der verdammten Morphax habe ich den fast nie getroffen. Vor allem, weil ich ja immer zurückgeben musste, wegen seinem Gift.
Darüber muss ich mir jetzt gar keine Sorgen machen. Weg damit. Ist trotzdem noch einer gespawnt. Die habe ich nämlich gar keine Lust, wenn ich gegen den kämpfe. Den Angriff ist die ganze Zeit vergiftet. Wenn er nur so eine langsame Waffe hast, ist halt echt wunderschön. Versteht übrigens nicht, warum der wieder seine normale Farbe hat und nicht schwarz ist. Will schon seinen Grund haben. Ja, ist gut. Weiß nicht, der hat irgendwie zwei, dreimal hintereinander die ganze Zeit gebrüllt. Ich konnte manchmal gar nichts machen. Ich habe bis jetzt von dem noch gar nichts abgetrennt. Das ist wieder schwarz. Wirkung des Wärmeeffekts, ja super. Wärmetranks. Gegen seinen Schwanz kann ich gar nichts machen. Voll dreckig. Ja, jetzt muss ich ein heißes Getränk nehmen. Soll man nicht noch hält? Ja. Ja, greif ruhig die Viecher an. Was zum Teufel, was ist mit dem Viech dann passiert? Ich glaube, du hinterlässt einen großen Monsterknochen, einen Monsterknochen L meine ich. Weil ich brauche noch einen, meinen Bauchklamotten hier zu komplettieren. Also bitte hinterlass mal was davon. Er ist ja schon wieder schwarz. Er hätte sich schön die Bombe da einsetzen können, aber nein. Feig. Der schon angeschlagen, ich glaube nicht, ne? Ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal umgefallen oder irgendwie sowas. Greif mal den dann Schwanz an, das wird bestimmt irgendwas bringen. Nur einfach unter ihn durchrollen. Das hat beide geklappt. Oder ab. Gut. Ich mich heilen. Schatscha tanzt. Hält er mich? Ja, danke. Okay. Brauche ich gar nicht meinen Tyrank einsetzen. Okay, der Kampf läuft auf jeden Fall viel besser. Gut. Ich glaube, aber vorgestern oder so, als ich gegen den gekämpft habe. Ich wollte eigentlich mehrere Partner aufnehmen, aber der hat mir so die Motivation gekillt, deswegen hatte ich gar keine Lust mehr. Ja, der hat mich da drunter geschubst. Wow, Gott! Ja, irgendwann hinterlassen, das nehme ich mir natürlich. Warum ist da auch so ein Schatten? Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was ich bekommen habe. Trifft er mich? Nö. Einfach viel besser als in meiner letzten Aufnahmesession. Nur mit der an der Decke hängen geht mir ein bisschen auf den Nerven. Oh, danke. So, ist er am Schwächeln? Ich weiß es nicht.
Bitte verlass das Gebiet. Ey. Du willst das Gebiet verlassen, das sah so aus. Jetzt meine Waffe nämlich schleifen. Klatsch mal. Ey! Ich klatsch mal einen Zapper gegen den. Ganz ehrlich, was willst du denn von dem abtrennen? Ich verstehe das nicht. Ja. Aha. Ich hole es weg mit dem Ding an. So. Boah, da ist trotzdem einer rausgekommen. Ich krieg die Krise. Aha. Ja, schon wieder schwarz. Was hat das zu bedeuten? So, gehst du wieder weg? Ich will gerne meine Waffe schleifen, danke. Ich glaube, der ist schon am Humpeln, ne? So, mal gut. So, habe ich nicht. Ne, gucken wir mal. Hey. Ja, ist gut, Mann. Der hat mich mal letztes Mal 3-4 Mal hintereinander angebrüllt. Ich kann da gar nichts machen gegen. Ach, Mann. Jetzt bekomme ich dadurch gar keinen Schaden mehr. Das ist echt, weiß ich nicht, ein Lebensretter. Na komm, komm runter. Der Ratian ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie der. Ich glaube, der Lagiakris auch nicht. So, wenn wir den erledigt haben, haben wir das Schlimmste schon mal hinter uns. Warum runter? Wenn du jetzt schon wieder das Gebiet wechselst, ne? Sieht fast so aus, als würde schon wieder das Gebiet wechseln, Mann. Oh, danke. Will jetzt nicht meinen Drang einsetzen. Habe ich auch danach noch kommt, ganz ehrlich. Bis dahin habe ich noch nicht weiter gespielt. Bis dann noch knüppelharter wird. Jetzt mach ich doch mal endlich. Ja. Ey, der muss immer einmal schreien, ne? Ernsthaft, was soll's denn hier von dem abtrennen? Ich sehe überhaupt nichts, was ich irgendwie abtrennen könnte. Sein Schwanz? Weiß ich doch nicht. Ja, alles gut, Mann. Zum Teufel, ich bin vergiftet? Nee. Was zum... Ah! Ding hängt. Mit euch. Denk mir schon, warum kriege ich die ganze Zeit KP abgezogen? Komm schon, du bist doch jetzt gleich tot, oder? Na los, komm schon. Alter, wie weit? Auf das mal ja noch ein gebratenes Steak. Waffenschärfe ist noch gut. Ernsthaft? Bestimmt irgendwie den seinen Schwanz abhacken. Soll mich vielleicht mal heilen? Oh nein, der kackt schon wieder.
Boah, Schott schaut einfach ab, ist klar. Zum Teufel, habe ich den jetzt weggehauen? Nee, ne, der ist zurückgesprungen, hat sah jetzt aus, als hätte ich den weggehauen. Mein Gott, jetzt kack doch mal endlich ab. Das gibt's doch nicht, wie viel er aushält. Oh, danke. Oh mein Gott. Ah, ja, leider. Oh, das war nicht gut. Das war auf jeden Fall chilliger als mit. Oh, helles Extrakt, da brauche ich, glaube ich, eine Mission. Ja, eine können wir ja noch machen. Giginox-Klaue. Boah, aber ich muss ja noch ein paar Mal gegen den kämpfen. Oh, zweimal helles Extrakt, da brauchte ich sogar. Für irgendeine Mission, ich weiß noch nicht was. So, gib mir das hier noch. Bams. Erdkristall, die brauche ich nicht. Davon habe ich irgendwas mit 100, glaube ich. Ah, Erdkristall brauche ich nicht. Also, super. Pff. Kann ich da nicht mit einer Spitzhacke reinhauen? Da kriegt man, glaube ich, auch nichts Besonderes. Ne, Knochenösere. Pff. Pfeil und Bogen ist echt beschissen in dem Spiel. Du musst mit der rechten Maus, Maustaste, mit dem rechten Analog zielen, mit X feuern, mit R, ja, in den Zielmodus gehen sozusagen. Das ist alles auf der rechten Seite. Wie willst du denn das machen? Da brauchst du ja 3-4 Finger auf der rechten Seite. Ich weiß, wie sich das jetzt anhört, aber ich habe Monsterknochen bekommen, sehr gut. Ganz viele. Das ist beschissen gemacht. Du kannst nicht mit der rechten Maus, warum sage ich immer rechten Maus, mit der rechten Hand zielen, schießen und den Analogstick gleichzeitig betätigen. Das geht gar nicht. So. So, mach mal jetzt hier irgendwie was. Ich glaube, hier Super Angler konnte ich machen, genau. Und Milchlieferung. Der Wanderkoch sucht exzellente Milch. Er braucht das Beste vom Besten. Besorge die Rohstoffe. Mach mal das. Zutatenstufe hoch. Milch. Ach ja, für Zutaten war das. Dann mach mal Super Angler. Vielen Dank, erhalten und notiert. Zutatenstufe hoch. Okay. Zutatenstufe hoch. Ach so. Emils Bro, das ist sehr beliebt. So, haben wir jetzt neue Sachen hier. Büffelbutter, Salzmilch, Büffelbutter auch so. Jumbo, was ist denn hier noch neu? Milch, Salzmilch? Hatte ich nicht eine andere Milch vorher? Okay, das sind, okay, die sind einfach nur besser geworden, glaube ich. Keine Ahnung. So. Kann ich auch von dem Bauch jetzt das letzte Ding holen. Okay, sehr gut. Dann gucken wir uns nochmal die Cutscene an. Die hätte abspielen müssen. Weiß nicht, warum sie das nicht gemacht hat. Sehen wir mal, wie das hier aussieht. Galerie, Einrichtung. Oh, boah, muss ich alles noch durchgehen. Lauernder Schatten, ja. Zwar nicht interessant, aber muss man ja gesehen haben, ne? Da ist der Pisser. Ein nerviges Viech tut andere nervige Viecher ausbrüten. Na gut. Haben wir das geschafft. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir einen Rathian am Platt. Gut. Dann bedanke ich mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.